Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und heute möchte ich euch noch einmal zur Burg Hohenzollern entführen. Ihr kennt ja unsere Videoreihe. Es ging los mit einer Vorbesprechung zwischen Martin, Klaus und mir vor unserer großen Reise zur Burg. Dann Impressionen von unserem Rundgang dort und unseren Gesprächen, der Nachbesprechung und dem Designauftrag an unseren Designer Martin. Ein Interview, in dem Klaus sich mit dem Prinzen von Preußen unterhalten hat. Ein weiteres Interview, in dem ich mich mit der Burgverwalterin Frau Dr. Hoppe unterhalten habe. Eine tolle Frau. Ein erstes Design-Meeting, ein Online-Meeting zwischen Klaus und Martin, in dem Klaus eine schmerzliche Entscheidung getroffen hat, die ich aber ziemlich gut finde. Und heute kehren wir nochmal zur Burg zurück und zeigen einen Besuch von Martin im Archiv der Burg. Die Archivarin dort zeigt ihm faszinierende alte Dokumente und es wird als Einblendung auch gezeigt, wie so ein Geheimgang unter der Burg aussieht. Ich bin sehr neidisch, denn damals war ich bei diesem Rundgang durch diesen Geheimgang nicht dabei und das bereue ich immer noch. Aber ihr könnt dabei sein und ich auch jetzt zumindest über die Kamera, über unser Video. Film ab. Okay, wir sind jetzt gerade hier im Burgarchiv der Burg Hohenzollern und ich bin hier mit der Frau Schneider. Die kümmert sich hier um alles. Frau Schneider, wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich arbeite jetzt hier seit einiger Zeit als Mitarbeiterin im Burgarchiv. Was sehr Besonderes, wir haben hier verschiedene Räume in der Burg, die mit wichtigen Archivalien, mit Plänen, mit Briefen, mit persönlichen Dokumenten der Familie quasi vertreten sind. Unter anderem eben auch das, was wir uns heute anschauen, nämlich ein paar hundert Burgpläne, die wir nicht alle durchblättern, Gott sei Dank, ja, sondern nur einige alle. Wenige. Also, ja, genau. Das sind nicht einige wenige, genau, die einfach jetzt besser erhalten sind und die man sich einfach angucken kann und wo eben vor allem der Bau der dritten Burg begleitet wird. Genau, die dritte Burg ist die, auf die wir uns jetzt konzentrieren und auf der wir jetzt sind. Die zweite Burg und die erste Burg, davon ist leider nicht viel übrig. Wir gucken uns dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu an, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir zu diesem jetzigen Zustand der Burg haben, an interessanten Dokumenten. Und ich sehe hier schon was super Interessantes stehen, nämlich was nicht aus Papier, sondern aus Blech. Was ist das denn? Genau, das ist eine Kapsel und zwar so eine Art Zeitkapsel. Nachdem hier der Rohbau fertiggestellt war und das Dach fertiggestellt war, hat man in der Turmkugel oben, diese Metallkugeln, hat man dasselbe Kapsel mit eingebaut. Und die hat verschiedene Sachen enthalten und die war tatsächlich dafür gedacht, dass man die vielleicht später wieder herausholt und eben an das Baujahr denkt. Hier in dem Fall 1856. Und in dieser Kapsel waren folgende Dinge. Einmal haben wir hier Getreide aus dem Jahr 1856 von den Ernten. Das haben wir hier einmal Erbsen, wie man hier schön sieht. Ja, darf ich auch? Ja, bitte auch sehen. Genau. Na, ich glaube, die kann man aber nicht mehr essen. Ja, ich hoffe es nicht. Ich bin erstaunt, dass keine Motten und keine Mäuse drin sind. Das ist gute Pappe, in der genau. Das verpackt ist. Und hier haben wir noch Weizen und Roggen aus dem Jahr 1856. Wow. Des Weiteren zwei Schriftdokumente. Und zwar einmal eine Proklamation von Friedrich Wilhelm IV., der ja auch mit der Burgerbauer ist, wo er mit seinen sämtlichen Titeln und seinen Ländereien hier aufgeführt ist und wo eben beschrieben wird, wie der Burgbau beginnt. Und hier auf der Rückseite, wo eben noch beschrieben wird, diese Zeremonie wird eben begleitet mit dem Einbau dieser Kapsel im Jahr 1856 und dass eben alles gut geht mit dem Burgbau. Ist ja dann auch, gibt es irgendwelche Dokumente von Vorfällen während des Baus oder wurde das also unter den Teppich gekehrt? Also ich meine so Abstürze, Todesfälle. Ja, ganz düsteren Geheimnisse, die dann in den Grundmauern eingeschlossen wurden, auch für alle Ewigkeit. Gibt's bestimmt. Aber die verraten wir nicht, damit es ein bisschen spannender bleibt. Okay. Und das Zweite, ein zweites Schreiben, wo die Baukosten aufgeführt werden in Talern. Ganz wichtig. Die bis dahin eben schon angefallen sind. Wie teuer war es denn? Sehr teuer. Ich glaube, wir haben irgendwie 199.000 Taler oder sowas. Ja, der Bausatz wird hoffentlich billiger. Ja, ich probiere es. Das haut mir sonst auf die Finger. Und dann des Weiteren noch einige Aufrisse und Grundrisse. Moment, können wir vielleicht helfen hier kurz ein bisschen, wenn man das aufhaltet. Das ist ein bisschen natürlich. Wow. Also, da haben wir jetzt gerade diese. Das zeigt uns Vater schon alles nochmal genau.
Genau, ein Torturm oder einfach auch der Grundriss. Gut. Und wie gesagt, es wurde alles eben oben in dieser Turmkugel verstaut. Macht man allerdings an vielen Gebäuden, hat man auch häufiger gemacht, ist nicht der einzige Platz, wo das hier passiert ist. Und man hat entweder mit dem Grundstein versenkt, das kennt man vielleicht häufiger, aber hier eben eine Turmkapsel. Und beim Erdbeben, hier gab es ein großes Erdbeben 1978, da ist das wieder zutage getreten und ist seitdem eben hier im Archiv aufbewahrt. Das wusste ich nicht, also das ist echt krass. Habe ich noch nie gehört, dass man, ich habe mich immer gefragt, wozu diese Turmkapseln, also ne, diese Kapseln in diesen, an der Fahnenstange, nicht? Also ganz, ganz oben an der Spitze? Genau, diese großen Metallkugeln. Diese großen Metallkugeln, auch an Kirchen und so sieht man das, wozu das eigentlich da ist. Manchmal also, hat man das dazu benutzt, also nicht immer, aber... Nicht immer, natürlich war auch für andere Dinge da, aber in dem Fall war es dort versteckt und verstaut. Ich meine, was soll man sonst damit machen? Es ist halt eine Kugel, die in der Luft hängt und man kommt auf jeden Fall leichter ran, als wenn man das irgendwie verbuddelt. Und dann hat man schneller wieder was davon und kann mal gucken, was vor 100 Jahren oder so gewesen ist. Super interessant. Ja, kann man sich auch überlegen, was man heute jetzt verstauen würde, wenn man das ja heute dokumentieren müsste in einem Gebäude. Wie war das, Frau Happer hat erzählt, dass sie in ihre Ausgrabungsstätten immer eine Colaflasche mit reinwirft? Ja, damit man dann damit sieht. Man dann weiß, dass sie da war. So, was haben wir hier noch Interessantes? Des Weiteren hier ein Rayonplan, wo die Burg eben eingebettet ist in das Umfeld, also des Zollerbergs. Ich muss den vielleicht mal runternehmen hier und nehmen vor allem den hier, weil der einfach natürlich... Oh ja, der ist wunderschön. ...farblich gefasst ist. Hier sieht man also die Lage der Burg, die langen Aufweg, den sie auch hochgekommen sind. Mhm. Und hier eben wurde die Grenze eingezeichnet. Also Rayon ist sowas wie Grenze. Hier durfte nichts mehr weiter gebaut werden, weil es als militärisches Gebäude gedacht war und die eben eine freie Zone um das Gebäude herum gebraucht haben. Und das wurde für alle Festungsbauten quasi vorab festgelegt in Rayonplänen. Also das ist wirklich als Festung auch konzipiert gewesen? Genau, man hat natürlich, es waren unsichere Zeiten nach der Deutschen Revolution, man wusste nicht genau, wie das weitergeht. Und man hat diese ursprüngliche Idee, es war ja eher so als Hochschloss natürlich gedacht, hat man dann aber den Herrn Prittwitz und dann später den Herrn Blankenburg dazugeholt, die das militärisch dann auch dementsprechend ausbauen sollten und auch wirklich als Rückzugsort festigen sollten. Genau. Und ich habe gehört, das lag dann auch daran, dass man eben ja das Geld aus einer sehr ungewöhnlichen Quelle für Schlossbauten bekam, nämlich vom preußischen Militär. Das hat das bezahlt und dann war das natürlich naheliegend, dass man daraus auch etwas macht, was militärisch genutzt wird, nicht wahr? So ist es. Das sieht man dann, glaube ich, noch an weiteren Zeichnungen, die zunächst wohl etwas kunstvoller ausgestaltet wurden. Das sehen wir noch an den Originalplänen. Das ist erstmal eine Zeitschrift, die jetzt so den Stand oder die Pläne quasi festhält, wie sie dann auch im Endeffekt ausgeführt wurden von dem preußischen Stararchitekten Stühler, der hier maßgeblich mit beteiligt war. Kurz vor seinem Tod, im Übrigen, er ist kurz danach dann auch verstorben. Ja, wie immer, das ist immer so. Und hier listet er eben auf, was er sich bei dem Gebäude auch gedacht hat, was das alles sein sollte. Unter anderem wird hier eben noch der Vorgänger, also die zweite Burg, den Grundriss, genau, noch gezeigt. Man sieht da auf jeden Fall, dass der Grundriss sehr ähnlich ist auch zu der heutigen Burg. Genau, die Basteien gab es schon und die wurden ja dann von Stühler und Blankenburg auch zu großen Teilen einfach noch ein bisschen erweitert und wieder instand gesetzt. Ja. Und des Weiteren haben wir hier natürlich auch noch einen der wenigen Stiche, den es eben von der zweiten Burg gibt. Also so ganz, ne? Zumindest, dass man eine Anmutung hat. So auf den ersten Blick ist der größte Unterschied die Auffahrt. Die wirkt viel komplexer jetzt als früher in der zweiten Ausbaustufe. Die Auffahrt ist natürlich auch ein absolutes Meisterwerk und auch natürlich dafür berühmt, kann man nicht anders sagen. Und es wird viel Spaß machen, das in kleine Steinchen zu bauen. Ja. Ich habe gehört, wurde so gebaut, damit man da mit einer besonderen Kutschenart gut hochkam, weil man bei der alten Auffahrt nicht gut da um die Ecke kam, oder wie? Na, es ging einfach auch um die Höhe, um die Distanz. Man musste einfach ja ca. 20 bis 25 Meter überbrücken und das ist natürlich nicht einfach. Natürlich. Also wenn man dann natürlich senkrecht nach oben fahren muss, nicht so einfach. Wenn man fliegen kann, wäre es einfacher, ja. Aber das ist eben nicht nur zweckmäßig ist, sondern vor allem wunderschön, weil es also ist sehr elegant gelöst, muss man sagen, für einen militärischen Ansatz. Das stimmt. Also man sieht ja das ausgeführte Gebäude. Hier sind zum Beispiel dann auch immer die ganzen Grundrisse der einzelnen Stockwerke aufgelistet. Genau, die haben wir uns ja alle heute angeschaut. Genau, dann die verschiedenen Ansichten, auch wirklich sehr kunstvoll gestaltet. Mhm. So filigran. Ist das alles mit Bleistift? Also das hier sind Drucke, aber die ursprüngliche Zeichnung ist Bleistift. So fein. Und da haben wir mal die ganze... Oh ja. Genau, den
ganzen Grundriss mit dieser wunderbaren Aufwärtsanlage. Tja, Bartosch, viel Spaß, das dann einzufangen. Sie haben gesagt, Sie wollten das mal scannen, aber das hat nicht funktioniert. Nein, das hat nicht funktioniert. Wir haben nur einen A3-Scanner. Das ist ein bisschen überdimensioniert. Dann haben wir es versucht zu fotografieren. Auch nicht einfach. Das heißt, wir müssten irgendwie, brauchst so einen großen Dokumentenscanner irgendwann, beziehungsweise einen Leihscanner. Ja. Und dann wird dieses Projekt in Angriff genommen. Genau. Sehr schön. Eben von allen Seiten dann zu sehen, kann man ja dann vielleicht nachher auch. Und Sie haben es gesagt, das ist eine Zeitschrift. Also das war quasi. Das war eine Zeitschrift, da wurden verschiedene große Bauwerke eben von Stühler auch vorgestellt. Oder hat für das Fachpublikum sozusagen. Genau. Das ist auch interessant, ja, dass es da schon so eine Kultur gab und man sich ausgetauscht hat. Aber die Leute brauchten große Taschen auf jeden Fall, wenn sie zum Kiosk wollten. Musst du direkt am Kiosk gewirkt werden. Ja, gut. Das braucht dann wahrscheinlich exklusivere Vertriebsmittel. So, und dann haben wir natürlich noch auch das, was wirkliche Originalpläne, die dann auch im Einsatz waren. Das sieht man vor allem hier auch sehr schön an dem hier. Da wurde dann die Möblierung auch mit eingetragen und wirklich liebevoll mit Bleistift hineingekritzelt. Und das wird also heute verwendet, um diese Räume auch wieder instand zu setzen. Originalgetreu. Also, genau, das wird mit den Inventaren abgeglichen und dann guckt man, wo hat er einen Tisch eingezeichnet, könnte das der sein? Und dann wird so wieder eingerichtet. Aber man sieht, die waren wirklich auch in Gebrauch. Es gibt drüben auch noch so eine schöne große Holzhalterung in so einem Holzschrank, wo man die dann auch wirklich gut transportieren konnte, weil sie sind etwas unhandlich. Das, ja, das stimmt. Merkt man schon und natürlich jetzt auch sehr mitgenommen. Das sieht sehr ähnlich zu dem aus, was wir jetzt sehen von der fertigen Burg, aber nicht ganz exakt gleich. Ne? Also das sind jetzt. Na, da hier haben wir hier ein schönes Beispiel, da kann man sich das mal angucken. Genau, oh ja, das ist natürlich schön. Genau. Also wir bewegen uns jetzt quasi in der Konzeptphase dieses Bauwerkes, genau. Wo tatsächlich noch überlegt wurde, wie kriegen wir das jetzt hinten, wie machen wir es. Und Stühler hat dann quasi einen Entwurf oder einen Plan gefertigt, das wurde dann ausgeführt, auch von Blankenburg, und dann wurden eben bestimmte Dinge verändert und hier hat man es einfach überklebt. Also das war der Vorentwurf oder. Da ist die Kapelle noch deutlich kleiner, die evangelische Kapelle, die man ja vielleicht auch schon gesehen hat. Ja. Man hat hier einen weiteren Eingang gehabt, der fiel dann weg. Man hat es auch ein bisschen reduzierter, ein bisschen militärischer gestaltet, ein bisschen preußischer. Genau, damit auch die Geldgeber zu sehen sind. Kirche ein bisschen mehr, dafür ein bisschen weniger Schnörkel. Und das ist dann der ausgeführte Plan dann vom Herrn Blankenburg. Und es gibt eben hier in diesem Bestand sehr viele Pläne, auch eben sehr viele Pläne, die nie ausgeführt wurden, die irgendjemand sich ausgedacht hat, aber wo es eigentlich nie dazu kam. Dann gucken wir uns vielleicht noch einen wirklichen von Stühler an, also die zu den Ältesten gehören. Genau. Die jüngsten Entwürfe. Genau. Die haben wir dann hier hinten. Hier ist zum Beispiel ein, den wir vorher hatten, mit Bezug auf die Königslinde. Die Königslinde war ein Baum, der da quasi im Hof stand. War mittig im Burghof, genau. Und man wollte da eben ursprünglich Bezug drauf nehmen. Und die Türme sind quasi alle in diese Richtung mehr oder weniger ausgerichtet. Ausgerichtet, genau. Oder zumindest auf diesem Plan. Die Königslinde hat es dann allerdings leider nicht überstanden. In der ersten Bauzeit allerdings schon noch. Da gab es die schon noch ganz lang. Die stand noch ziemlich im Burghof. Und dann wobei das, glaube ich, nicht die erste war. Also man hat meines Wissens die erste ging, man hat einen Steinbruch direkt im Burghof gestaltet, um da Kalkstein abzubauen, witzigerweise. Und dabei ging das Wurzelwerk der ersten Linde oder fiel dem zum Opfer, man hat eine zweite gepflanzt. Und die wiederum muss noch ziemlich lang gestanden haben. Ich habe sie nicht mehr gesehen, aber viele noch der Leute, die hier arbeiten die Leute ja alle sehr lang, die kennen sie noch. Ja. Bevor ich es vergesse, wir sind ja jetzt gerade bei einem alten Teil oder einer alten Geschichte der Burg. Und vorhin habe ich mit Bartosch eine kleine Exkursion gemacht. Wir zeigen das noch auf der Karte, wo genau das war. Und wir haben uns einen kleinen Geheimgang angeguckt. Genau. Und ich finde das eigentlich eine gute Idee, dass jetzt mal hier, wo wir uns in dieser früheren Geschichte der Burg befinden, kurz einzuspielen. Okay, Bartosch, pass auf. Wir gehen jetzt durch den Geheimgang der Burg Hohenzollern. Frau von Everding zeigt uns jetzt die geheimsten Räume. Los geht's. Also, dann gehen wir mal runter. Nicht in die Schatzkammer. Nein, die Schatzkammer ist hier oben. Die ist hier oben. Genau, wir gehen jetzt in den Silberkeller. Silberkeller. So. Okay.
Ja, also hier sind wir jetzt unter der Schatzkammer. Aber das sieht viel besser aus als die Schatzkammer. So stellen also Sie sich halt eigentlich vor, gell? Ja. Also hier war ursprünglich der Zugang zur Schatzkammer, was ja ganz ursprünglich die Burgküche war. Ja, da geht die Treppen hoch und dann konnte man von oben runterkommen. Hier war eben Porzellan und Silber aufbewahrt und natürlich die Vorräte. Ja. Kann ich kurz fragen, da ist so eine Nische in der Mauer. Wozu ist die? Also ist das auch nochmal in Gang gewesen? Nee. Das ist einfach Sie nur mal reingucken? Und, ja, also, überhaupt nicht. Da sieht man nichts. Moment. Das ist quasi unter der Treppe in die Treppennische gewesen. Ja. Ah, das ist einfach, jetzt verstehe ich. Sie sehen es gleich, wenn man es offen hat. Ja. So. Also das ist quasi einfach bloß ja, unter die der Stabilität Treppe. Der Treppe. Ja. Das ist so. Was machst du hier? Ich wohne unter der Treppe, ich bin Harry Potter. Ja, und guck, da oben ist dann die Schatzkammer. Das sieht man bestimmt wunderbar auf der Kamera jetzt. Ja. Sieht man gar nichts. So, komm, geh wieder ins Licht. Also das Silber, das wir jetzt hier sehen, wird heute noch benutzt, wenn der Putz von Preußen Familie einlegt und Feste feiert. Dann holen wir hier Silber raus, Tafelaufsätze. Und links daneben holen wir Besteck und Gläser raus und rechts daneben ist Porzellan. Das eigene Zimmer fürs Besteck. Ja. Wahnsinn. Wir haben ja Platz auf der Burg. Ein bisschen. Also hier in den Kasematten finden wir auch die Grundrisse von der ersten und zweiten Burg, die Stilfried und Stühler dann eben im 19. Jahrhundert beim Wiederaufbau skizziert haben, wie sie vermutet haben, dass die Burg aussah. Also cool. 11. Jahrhundert und eben dann 15. Jahrhundert. Kurze Laienfrage, was genau sind Kasematten? Kasematten kommen aus dem Italienischen, bedeutet versteckte, nicht einzelne Räume. Edel. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Ne? Kasamata, ja. Ja, also hier geht es jetzt ganz runter. Na, dann bin ich aber gespannt. Hier ist auch Licht, Bartosch. Ja. Das ist neben der Kapelle jetzt der älteste Teil der Burg. Ja, ganz altes Mauerwerk. Ja. Und wir haben hier sogar einen Filialstein aus dem... Also vermutlich von der Kapelle von der Burg des 11. Jahrhunderts. Das ist so ein typischer gotischer Kirchenschlussstein, ist hier unten mit verbaut worden. Und daran kann man quasi ein bisschen herleiten, dass diese Steine so alt sind. Ja, genau. Ja, und dass sie halt den Bauschutt nach der Zerstörung der ersten Burg dann hier unten für die Kellergewölbe der zweiten Burg verwendet haben. Also die haben die komplett zugeschüttet, diese Keller? Ja. Okay. Aber erst beim Bau von der dritten Burg. Also bei der zweiten Burg waren sie so, wie wir sie jetzt vorfinden. Man hat die 2004 wieder freigelegt. Okay. Und als sie die dritte Burg gebaut haben, war das aber alles verschüttet. Ja, bis 2004 eben hat man es wieder freigelegt. Also ganz neue alte Kasematten. Ja. Genau, und hier sieht man so einen Wachraum, wie das dann in den Kasematten eben so war. Teil der Belagerung konnte man sich hier verstecken. Zurückziehen. Ja. Das ist ja eigentlich das, wo normalerweise auch dann Bergfriede zugenutzt wurden. Aber hier in dem Fall ist es dann Keller. Eben die Kellergewölbe. Genau. Gibt also beides. Ein klassisches Dungeon sozusagen. Ja, aber eine Folterkammer gab es hier nie. Nein! Zumindest auf der dritten Burg nicht. Okay. Ja. Und von hier gibt es jetzt halt auch einen Geheimgang dann nach draußen natürlich. Sag ich doch. Es hört nicht auf, es geht immer weiter. Ich spiele Zwillinge bestimmt am liebsten. Ja. Ja. Und wie man hier ganz schön sieht, man vermutet, dass die komplette dritte Burganlage so mit Gewölben und Gängen untergraben war. Man sieht hier, wie das Gewölbe eben rübergeht. Und hier hat man dann aber aufgehört zu buddeln. Hier hat man aufgehört zu graben, genau. Sonst gibt es aus statischen Gründen, aber natürlich auch aus finanziellen Gründen. Ja. Und hier hat man dann einen Gang, also... Sie müssen sich so vorstellen, dass hier das alles zu war. Ja. Man hat also kein Tageslicht gehabt. Man hat aber jetzt Tageslicht eingebaut. Ja, wow. Genau, damit es nicht so unheimlich ist. Man hat Tageslicht erfunden. Ja. Und wir sind jetzt unter der Bastion quasi. Über uns laufen dann die Gäste. Ja, aber guck mal, das ist auch schön, so ein kleines Untergrundgärtchen jetzt dafür. Und hier kommt man dann wieder raus. So. Genau. Früher im Fall in der Belagerung, wenn der Feind vorne gestanden wäre, vor dem Tor, wäre man dann hier runter. Und hier gibt es dann ein Tor, das eben draußen im Wald endet.
Also komplett am Fuße des Burgbergs sozusagen? Nee, unterhalb der Burgmauer. Unterhalb der, okay, am Burgberg. Ja. Es gibt eine Legende, die sagt, dass es einen Gang bis nach Boll gibt, also ins Dorf. Ja, wie immer. Den hat man nie gefunden, außerdem befinden wir uns auf massiven Felsen. Wir wissen nicht, wie sie ihn hätten graben sollen, aber anscheinend hätte es einen geben sollen. Den Gang, den wir kennen, der geht eben bis an Fuß der Mauer. Und wir können von oben gucken, wo der rauskommt. Oh ja, da bin ich gespannt. Perfekt zum Sonnenuntergang fast. Genau. Und der Gang geht eben einmal unten durch und kommt dann hier unten raus und ist hier nochmal mit Verteidigungsanlagen natürlich geschützt. Cool, wir müssen nochmal wiederkommen. Ja, das war dann ziemlich aufregend, aber jetzt sind wir erstmal wieder zurück im Archiv und gucken uns noch ein paar letzte interessante und vor allen Dingen farbenfrohe Sachen an. Wir fangen an mit einem Grundriss, der sich vor allen Dingen mit der Begrünung der Burganlage auseinandersetzt. So sehe ich die Burg aber leider heute nicht. Nein, also die Begrünung ist tatsächlich der Teil, den es heute nicht mehr wirklich gibt. Da gab es vom Herrn Gartenstatter, einem Herrn Linné, der hat auch die Baumbegrünung hier geplant per Plan. Und das wurde in Teilen auch ausgeführt. Und leider diese Bäume fallen den Baumaßnahmen jetzt zum Teil, die letzten Bäume, die noch übrig sind, zum Opfer. Das ist sehr schade und sehr traurig. Aber es lässt sich nicht vermeiden, da das Wurzelwerk dieser Bäume einfach in die Mauern geht und die nachhaltig zerstört. Und das lässt sich nicht vermeiden. Ja, was heute auch sehr anders aussieht, ist natürlich der Burggarten, da wo man heute sein Würstchen isst und seine Pommes. Da gab es nämlich einstmals einen großen Brunnen. Ah, und es war eine große Trennung zwischen dem Burggarten und dem restlichen Burghof. Das heißt, man saß in so einem abgeschlossenen Garten. Den gibt es heute natürlich leider nicht mehr. Man hat dann in den 50er Jahren einfach das dem touristischen damit das erschlossen Anspruch ist und mehr Platz. Genau. Ja, ich bin jetzt nicht, also schade natürlich, dass die ganzen Pflänzchen nicht mehr da sind, aber dann muss ich nicht so viele setzen am Ende. Ja, so, was genau anderes sehr farbenfrohes haben wir hier eben noch. Natürlich gibt es nicht nur außen bei der Burg, sondern auch ein Innen. Und hierfür war ein Herr Stillfried zuständig und der war nicht nur der Kammerdiener von Friedrich Wilhelm IV., sondern auch ein großer Hobbyhistoriker und hat die Geschichte der Hohenzollern ausgiebig erforscht und sehr viel darüber auch publiziert. Und der hat auch im Prinzip diesen Burgbau angestoßen und hat einfach auch dafür gesorgt, dass das hier in die Gänge kam. Und der hat sich, wie gesagt, vor allem um die Ingestaltung der Räume gekümmert letztendlich, auch um den Stammbaum, den man ja auch schon mal irgendwann gesehen hat. Genau. Also theoretisch wurde uns das Schloss, die Burg, auch angepriesen quasi als eine steingewordene Familienchronik. Und ich nehme an, das ist quasi der gute Mann, dem das zu verdanken ist und der das vor allen Dingen vorangetrieben hat dann auch. Genau. Und der das natürlich auch beraten hat. Und das sind einfach wirklich auch so richtig kleine Kunstwerke, wie er da die einzelnen Raumausgestaltungen gemacht hat. Das ist wirklich sehr detailgetreu, ganz Besonderes. Ich suche jetzt aber diesen schönen großen noch. Oh ja, der macht viel her. Dass man das einfach mal sieht, mit wie viel Mühe. Oh lala. Oder die fürstliche Wohnung, die ja gerade auch vielleicht ein bisschen in Arbeit ist. Da bin ich schon ein bisschen traurig, dass das nicht im Minifugo-Maßstab dann gemacht wird, weil da könnte ich sowas natürlich auch darstellen. Aber na doch, ist doch kein Problem, oder? Ja, ich versuch's mal. Ich will sehen, was ich machen lässt. Du wächst mit seinen Aufgaben. Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, die katholische Kapelle, auch die war ja schon gesehen, die ist auch ziemlich so ausgeführt. Da ist das Chorgestühl noch vorhanden, das es tatsächlich auch gab und das es bis heute noch gibt, das allerdings nicht mehr in der Kapelle steht, einfach auch aus Platzgründen. Und die katholische Kapelle war ja das älteste, größte Stück, was noch übrig ist von der Vorgängerburg. Genau, sozusagen. Der wo noch relativ viel erhalten ist. Allerdings die Ausmalung ist trotzdem 19. Neu. Jahrhundert. Aber man sieht natürlich von außen sieht man recht gut, dass das quasi älter ist als der Rest. Aber es gliedert sich schön ein. So, da haben wir ihn. Oh ja. So, jetzt nehmen wir das andere auch mal weg. Da muss ich jetzt allerdings tatsächlich vorsichtig sein. Das war ein Entwurf für den blauen Salon, der allerdings so nicht ausgeführt wurde. Also die Wandgemälde sind umgezogen in die Bibliothek und der blaue Salon in etwas vereinfachter Variante. Vor allem war er danach blau und nicht rot. Hier würde der Name nicht passen. Nicht ganz, naja. Genau. Aber von diesen Plänen gibt es eben jetzt wirklich also
sehr, sehr viele Mappen und Berge und genaue Detailvorgaben für die Maler, die dann quasi die Schablonen übertragen mussten auf die Wände. Es gibt zu jedem Steinsockel einzelne Detailzeichnungen und unfassbarer Schatz. Teilweise mit Maßen, teilweise einfach nur Entwürfe. Und das aber richtig zu verstauen, das wird eben eine große Aufgabe. Die waren jahrelang in einem Schrank tatsächlich, also gut verstaut, in einem eigens für angefertigten Schrank, wie wir jetzt auch mitgekriegt haben. Oberhalb von der evangelischen Kapelle versteckt. Und unser Schlossmeister hat vor vielen Jahren den geöffnet und hat dann diesen Schatz auch entdeckt. Das ist wirklich ein Schatz, also das muss man sagen, ja. Was sehr Besonderes, also in der Masse, vor allem in der Ausführlichkeit, ist das natürlich sehr schön. Oh ja. Was vor allem deswegen geht, weil es eine Burg des 19. Jahrhunderts ist. Das muss man natürlich sagen. Ja, also klar, zu einem 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert Gebäude wird man solche Dokumente, es wäre schön, also man leckt sich danach die Finger, wenn das möglich wäre, solche derartigen Dokumente dazu zu finden, zu solchen älteren Gebäuden, aber es ist leider damals noch nicht gang und gäbe gewesen. Genau. Ja, umso schöner, dass wir hier mal einen Einblick in diese ganze Geschichte erhalten konnten. Bartosz wird uns dann noch ein bisschen Näheres, ne, mit einblenden. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns hier aus dem Burgarchiv. Vielen Dank, Frau Schneider. Sehr gern. Und das wäre es von uns. Schönen Abend. Schönen Abend noch.